Sepp Garhammer macht das, wovon andere träumen. Skifahren ohne Ende, am besten da, wo sich sonst keiner runtertraut. Der 26-Jährige ist halb Schwede, halb Bayer und lebt als Freeride-Profi von den Film- und Fotoaufnahmen seiner Sprünge und Tiefschneerides. Sieht nach gesponsertem Spaß aus, hat aber seinen Preis. Plötzlich lag ich da. Es ging alles ganz schnell. Ich bin mit den Knien voll auf den Kiefer gekracht. Es hat fürchterlich wehgetan. Alles voller Blut und der Kiefer war auf beiden Seiten durch. Für andere wäre das das Aus. Sepp dagegen stand nach 3 Wochen Suppe wieder auf den Skiern. Solange du kein Rücken brichst oder keinen Kopfschaden bekommst, dann bist du immer noch happy und weiterhin Skifahren kannst. Das ist die Hauptsache. Maria Persson ist auch Profi und bei der Pistenwahl genauso gnadenlos wie Sepp. We're thinking about maybe going down here. Die beiden suchen nach spektakulären Abfahrten für einen neuen Freeride-Film. Wer sich als erstes den Felsen runterstürzen darf, wird unter Profis immer ausgezockt. International per Schnick, Schnack, Schnuck. Finanziert wird das Ganze von Sponsoren. Je mehr Bilder von Sepp in Zeitschriften, Filmen und im Fernsehen zu sehen sind, desto größer ist sein Marktwert. Und je höher der Marktwert, desto mehr zahlen Skifirmen und Ausrüster, wenn er mit ihren Sachen fährt. Nur die Top-Bilder kommen an die Öffentlichkeit. Solche Aufnahmen bekommt nie jemand zu sehen, ganz zu schweigen vom Rest des Freerider-Lebens. Also du suchst das billigste Hotel im Ort und bist dann beim selber Pasta machen. Also es ist jetzt nicht irgendwie Highlife, es ist nicht so wie in den Filmen, also es ist harte Arbeit. Je nach Location geht's den Berg rauf. Auf die steilsten und entlegensten Gipfel mit dem Hubschrauber, in der Regel aber muss es ohne gehen und die letzten Meter meistens auch ohne Lift, öfter als Sepp lieb ist. Ich habe etwa zwischen 150 und 200 Skitage im Jahr. Ist natürlich auch anstrengend, weil ich auch eine Family zu Hause habe, 2 Kinder und Freundin. Jetzt die letzte Woche zum Beispiel waren wir jetzt auf irgendwie 7 Skiorte unterwegs und immer nach dem Suchen nach dem besten Schnee. Dafür reist er überall hin. Der Preis ist ein Leben als Skinomade, ein Leben aus dem Koffer. Dann fliege ich wieder zurück nach Hause, nach Schweden. Dann geht es wahrscheinlich runter nach Japan. Sind wir da 1 oder 2 Wochen. Dann geht es wieder zurück nach Schweden. Dann kurz einen Trip in die Alpen wieder. Dann endet die Saison, geht's wieder nach Kanada, British Columbia, ganz an der Grenze. Und dann geht's nach Alaska hoch, am Ende. Und dann hoffentlich wieder nach Hause. Zu seinen Kindern nach Ore. Wie Sepp standen auch sie, noch bevor sie laufen konnten, auf Skiern. Ist so in der Skifamilie Garhammer. Sepps Vater war einer der Pioniere der Trickskiszene der 70er. Das waren damals die Helden der Berge. Mit Pirouetten, Saltos und Schneetanz füllten die Garhammers vor 30 Jahren sogar einen Kinofilm. Das ganze Freestyle-Skiing von die 70er Jahre
war eigentlich genau das Gleiche, was sie heute im Freeski-Bereich machen. Es sind genau die gleichen Leute, also Skifahrer vom Anfang, die den richtigen Soul haben und die überhaupt nicht auf Wettkämpfe eingestellt sind, sondern eher auf den Spaß vom Skifahren. Und bei Schneemangel gingen sie bis in die Wüste von Nevada. Okay! Skifahren ist für Sepp mehr als nur ein Hobby. Er war im Skicollege, im Buckelpisten-Nationalteam und verdient seit 2002 sein Geld allein mit Skifahren. Mittlerweile fährt er nur noch für Film- und Fotoaufnahmen. Aber der Druck, immer neue spektakuläre Bilder liefern zu müssen, kann auch lebensgefährlich sein. Vor ein paar Jahren erst hat ihn ein Fotograf aufgefordert, in einen Hang reinzufahren und ihn damit in eine Lawine geschickt. Auf dem Weg runter ist es mir schon im Kopf durchgegangen, wieso ich das gemacht habe und dass es wirklich saublöd war. Aber nach die Lawine ist nichts passiert, aber hat mich doch schon sehr, sehr gegen die Wand gedrückt im Denken und ich hab eine gute Lesson davon gelernt. Bis zum letzten Sonnenstrahl sind Sepp und sein Team unterwegs. Und gerade dieser letzte Ride des Tages ist nicht nur für den Auftraggeber, die Sponsoren oder die Kamera. Der letzte Run im Sonnenuntergang runterzufahren, ist einfach ein richtig geiles Gefühl. Und da kannst du easy